glaube, sie kann Europameister werden. Ist natürlich ein harter Weg. Die Konkurrenz wird ja immer besser. Aber es sind Do-or-Die-Spiele, da muss man auf den Punkt fit sein, man muss ein Spiel gewinnen und dann ist man schon in der nächsten Runde. Insofern ist, glaube ich, alles drin. Man muss das jetzt nutzen, ja? Also den Erfolg, der jetzt schon da ist, weiter fördern und weiter fordern und hoffentlich noch weiter vielleicht zu einer Medaille oder vielleicht zu einem EM-Titel führen. Und man muss, glaube ich, diesen Hype und diese Energie mit Sponsoren, mit Infrastruktur und mit all den Dingen, die da mit dabei sind, weiter pushen. Also erstmal brutal als Team, also was sie für eine Euphorie in Deutschland ausgelöst haben, wie voll die Stadien waren. Ich glaube, das zeigt schon, dass Deutschland Bock hat auf Basketball. Ich glaube auch trotzdem, dass der eine oder andere Spieler noch Luft nach oben hat. Ich glaube, das bringt mir noch mehr Hoffnung, dass sie noch im Turnier weiterkommen, weil Dennis Schröder, glaube ich, kann mehr, als er zeigt. Von der Dreierlinie, glaube ich, ist auch Luft nach oben. Ich bin kein Handball, kein Basketballprofi, aber ich glaube, da ist auch noch Luft bei dem einen oder anderen. Und dass da Talent da ist in der Mannschaft und dass die als Team funktionieren, ich glaube, das sieht jeder, der zuschaut. Ich finde den Vergleich mit Dirk immer unfair, weil Dirk ist Dirk und Franz ist Franz. Aber man hofft natürlich, dass er die Entwicklung weiter nimmt und das wird er auch tun und einfach erfolgreich und gut wird oder noch besser wird, als er jetzt schon ist.